aus der Erde kommen. Schon klar. Und das steht vermutlich groß vorne auf Ihrem Werbeflyer, oder? Ein paar Geister wären sicherlich gut fürs Geschäft. Nur schade, dass das völliger Blödsinn ist. Was können Sie mir über den Ort sagen? Willow Creek? Das ist das Nest, in dem ich geboren bin. Genau wie alle anderen, die Sie hier in der Gegend sehen werden. Niemand zieht hierher. Entweder man ist hier geboren und bleibt hier, oder man ist hier geboren und zieht weg. Die jungen Leute hält es nicht hier. Sie wollen in die Stadt. Der Ort stirbt aus. Gibt's hier was Besonderes zu sehen? Das Museum natürlich. Ich war maßgeblich daran beteiligt, es aufzubauen. Es steht sogar auf meinem Grund und Boden, den ich, naja, für eine kleine angemessene Miete verpachtet habe. Gehen Sie ins Dorf, Sie werden es nicht übersehen. Nachdem die Touristen ausblieben, haben wir es eingerichtet. Die Leute wollen schließlich etwas geboten bekommen. Erst letztes Jahr haben wir den hinteren Teil des Museums umgestaltet. Hab jetzt viel mehr Pep, war meine Idee. Die anderen Leute im Dorf haben keine Ahnung vom Geschäft. So? Man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Und mit ein paar langweiligen Tontöpfen und Teppichen kann man keine Touristen anlocken. Stimmt's? Und womit kann man Touristen anlocken? Mit einer Show. Man muss ihnen etwas bieten. Wir haben hier 5 grausige Morde, eine alte Familie voller Wahnsinniger, einen dunklen Fluch. Daraus muss doch Kapital zu schlagen sein. Scheint bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Leider, leider. Viele haben nicht mitgezogen, meinten, man solle die Toten ruhen lassen. So wird das dann natürlich auch nichts. Natürlich nicht. In den ersten Jahren nach den Morden sah es noch ganz gut aus. Die Zeitungen haben viel über unsere Morde berichtet. Massig kostenlose Publicity. Von überall her kamen sie, ganze Busse. Aber dann, naja, irgendwann war der Hype vorbei. Wie tragisch. Vielleicht sollten in jeder Saison ein paar Leute umgebracht werden. Dann haben sie auch wieder mehr Presse. Ja, ja, ihnen kann es ja auch egal sein. Sie haben nicht ihre ganzen Ersparnisse investiert. Aber am Ende lache ich. Es wird wieder aufwärts gehen mit diesem Ort. Was ist das für ein Schloss da draußen auf dem Hügel? Das ist das berühmte Schloss Black Mirror, Stammsitz der Familie Gordon. Es gibt nur wenige Gemäuer hier, die eine ähnlich faszinierende und blutrünstige Geschichte haben. Wieso? Was ist dort passiert? Was nicht, müsste man fragen. Alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten. Mord, Folter, Hexenverbrennung, dunkle Rituale, Teufelsanbetungen. Alles. Ja, sicher. Und das erzählen Sie nicht nur den Touristen, um die Ecke hier interessanter zu machen. Hey, naja, ganz so schlimm ist es dort vielleicht nicht. Aber es stimmt schon, was die Leute sagen. Das Schloss ist verflucht. So viel ist sicher. Verflucht? Schauen Sie sich doch nur die Gordons an. Eine uralte Familie, die jetzt aussterben wird. Ein Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Allein die letzten Ereignisse. Vor gut 25 Jahren brannte es im Schloss und Master Samuel verlor seine junge Ehefrau in den Flammen. Vor 12 Jahren dann der Selbstmord des alten Gordon, ist vom Turm des Schlosses gesprungen. Danach der Mord an Robert und Samuels Selbstmord. Die letzte überlebende Gordon ist Lady Victoria. Sie ist schon an die 90 und wenn sie stirbt, wird mit ihr eine der ältesten Familien Englands verschwunden sein. Klingt nach Pech, aber nicht unbedingt nach einem Fluch. Doch, das Schloss ist verflucht. Es macht die Leute wahnsinnig. Wie erklären Sie sich sonst, dass ein Gordon nach dem anderen durchdreht? Einige Geisteskrankheiten sind erblich. Und wenn es eine alte Adelsfamilie ist, könnte auch Inzest eine Rolle spielen. Ja, oder natürliche Radioaktivität oder vergiftetes Grundwasser. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Fluch, jeder weiß das. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse? Schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch.
Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Mary gerade nicht hinsieht. Voila! Eine Flasche mit Alkohol. Ein Ständer mit geschmacklosen Postkarten für Touristen, wie es scheint. Sie zeigen Bilder aus dem Dorf oder blutige Messer. Hier ist eine mit einer schreienden Frau. Mary scheint gerade etwas gegessen zu haben. Das Messer ist noch unbenutzt. Ich pack's ein. Vielleicht kann ich's... Vermutlich ist es Geschirr, das eigentlich für die Gäste bestimmt war. Ich kann da nicht... Ein klassischer dunkelbrauner Ledersessel. Die Armlehnen sind etwas abgewetzt. Er hat schon bessere Zeiten erlebt. Zum Aus... Willow Creek, ich war dort und habe es überlebt. Willow Creek lässt dir das Blut gefrieren. Willow Creek, Heimat der Mörder. Nicht zu fassen. Mit den meisten Postkarten kann ich nichts anfangen. Aber hier ist eine mit einer gezeichneten Karte der Umgebung. Die Mordschauplätze von vor 12 Jahren sind eingezeichnet. Ich könnte die Karte zur Orientierung benutzen. Ich nehme sie mit. Ich setze es Ihnen auf die Rechnung. Mit den anderen Postkarten. Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in 3 verschiedenen Farben. Gruselige Soundeffekte, Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fass es nicht. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Obwohl sie nur aus Holz sind, dürften sie nur schwierig aufzubrechen sein. Eine ganze Reihe Das ist so ein Ding, mit dem in größeren Hotels die Koffer transportiert werden. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es hier Pagen gibt. Wenn überhaupt, wurde das Ding vielleicht in den ersten Monaten nach der Eröffnung mal benutzt. Ich möchte wetten, dass es seitdem nicht mehr bewegt wurde. Das Wetter hat sich immer noch nicht gebessert. Es regnet die ganze Zeit vor sich hin. Ein altmodisches Telefon. Vermutlich soll es klassisch sein, aber wenn wir ehrlich sind, es ist alt, mehr nicht. Wen sollte ich... Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Und dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Ach, gleich viel besser. Das ist mein Zimmer. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wirkt nicht sehr freundlich und alles ist etwas ungepflegt. Abgesehen vom Preis ist hier nichts First Class. Solange ich Angelina nicht gefunden... Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Ich würde mal behaupten, diese Wand wurde nur hochgezogen, um die Gäste im vorderen Teil des Hotels nicht zu stören, während hinten noch renoviert wird. Vielleicht ist Mary dann das Geld ausgegangen oder er hat eingesehen, dass er nicht mehr Zimmer braucht. Auf jeden Fall wurde die Renovierung nicht beendet. Nein, ich glaube nicht, dass dahinter etwas Interessantes auf... Angelinas Zimmer ist abgeschlossen. Ich muss Mal sehen. Einige Krimis, Gedichtbände, Märchenbücher, Gruselgeschichten. Genau das Richtige für einen entspannten Abend im Hotel. Leider werde ich den nicht haben. Die Idee ist wohl, dass man sich in diese Sessel setzt, eines der Bücher dort drüben liest und dabei gemütlich eine Pfeife oder Zigarre raucht.
Dem Aschenbecher nach zu urteilen, ist das schon lange nicht mehr passiert. Er ist blitzsauber. Nur eine Schachtel Streichhölzer liegt drin. Allardyce Streichhölzer. Es klingt, als wären nur noch ein paar drin. Auf dem Glas. Oh, nein, doch nicht. Die Zeitung ist schon mehrere Wochen alt. Vermutlich ist hier so wenig los, dass Murray nur selten hier hinten ist, um aufzuräumen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber ich muss sie ja auch nicht lesen. Ich glaube, ich nehme nur ein paar Seiten. Eine Menge guter Bücher. Aber ich weiß nicht, wie sie mir bei der... Eine hölzerne Uhr mit Glasabdeckung und einigen Schnitzereien. Hä? Was ist das? Die Uhr ist nur ein Imitat. Sie kann nicht aufgezogen werden. Vermutlich eine billige elektronische Uhr mit Batterien. Ich bekomme sie nicht ab. Sie ist angeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher oder sowas in der Art, um sie von dem Bücherregal zu bekommen. Ja, so geht es. Ich hab sie. 2,5 Volt Batterien. Die Bank ist nass. Da kann ich mir den Alkohol auch gleich in die Tasche schütten. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den Nicht... Warum sollte ich den guten Tropfen... Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kokeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Mary, da draußen raucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Solange Mary draußen das Feuer löscht. Das. Oh, diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Was soll das sein? Ein Seelenschlüssel. Das sind mächtige, magische Artefakte. Nach den Morden von vor 12 Jahren hat die Polizei Aufzeichnungen im Schloss sichergestellt. Darunter befanden sich auch Bilder von diesen Seelenschlüsseln. Samuel Gordon muss geradezu besessen davon gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Samuel mehrere davon in seinen Besitz gebracht hat. Vielleicht wurde ihm vom Teufel persönlich der Auftrag dazu erteilt. Vielleicht. Fest steht, dass er dafür gemordet hat und dass die Schlüssel, sofern sie jemals existiert haben, mit seinem Selbstmord verschwunden sind. Und was hat es mit diesem Plastikmüll auf sich? Das ist kein Müll. Wissen Sie, wie teuer es war, Tausende davon produzieren und hierher verschiffen zu lassen? Es hat mich ein Vermögen gekostet. Tausende? Wie viele haben Sie verkauft? Sagen wir so, ich muss in nächster Zeit nicht nachbestellen. Dabei sind sie großartig. Sie leuchten sogar, wenn man eine Batterie reintut. Großartig. Danke für das Gespräch. Aber gerne doch.